Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alfons Wien, ich bin aktueller Grillweltmeister und heute möchte ich euch den Elektro-OFB von Otto Wilde vorstellen. Ihr kennt wahrscheinlich schon die Gasversion des OFBs von Otto Wilde und hier habe ich die Elektroversion. Der Elektro-OFB von Otto Wilde besitzt zwei separat regulierbare Brenner, Strahler, was immer ihr dazu sagen wollt. Über die beiden Knöpfe kann ich die stufenlos regeln und zwar von 80 bis 650 Grad, sowohl die Seite als auch die Seite. Und möchte ich sogar noch mehr Wärme haben, also richtig Vollgas, dann kann ich 800 Grad erreichen, indem ich diesen Boost-Knopf drücke. Und damit entweder rechts oder links bis zu 800 Grad aufheizen kann. Wobei der andere Schalter, der andere Strahler weiterhin noch regelbar ist, auch in einem Bereich zwischen 80 und 650 Grad. Hier neben den Regelmöglichkeiten der Strahler habe ich auch noch die Möglichkeit, mit diesem Hebel das Gargut stufenlos in Richtung Strahler und damit der Hitzequelle zu bewegen. Beim Elektro-OFB brauche ich natürlich auch irgendwas, wo ich meinen Gargut drauf mache. Und da habe ich ein Gussrost, was perfekt in die Aufnahme passt und darunter kann ich noch eine Fettauffangschale montieren, in der ich Wasser fülle, damit das Fett vom Gargut nicht in den OFB tropft, sondern in das Wasser. Der Vorteil von diesem ganzen Mechanismus ist, dass ich, wenn es eingelegt ist, beides gleichzeitig rauf und runter schieben kann. Das heißt, die Fettauffangschale bewegt sich parallel zum Gussrost. Dann habe ich hier noch einen Schutz, der den Tisch vor Schmutz, Fett und vor allem auch vor Hitze schützt. Mit dem Hebel kann ich wunderbar das heiße Rost aus dem OFB herausnehmen und mir das Gargut angucken und dann weiterarbeiten. Ein weiterer Vorteil vom Elektro-OFB ist genauso modular aufgebaut wie sein Gasbruder. Und zwar kann ich die Tops einfach und easy wechseln. Dazu öffne ich die beiden Schnallen, die das Top mit dem Unterteil verbindet. Ich drücke einfach hinten nach oben und von vorne nach hinten und schon habe ich das Top gelöst. Und kann zur Seite legen. So sieht er von innen aus ohne Top. Rost und Fettfangschale kann ich herausnehmen. Jetzt sieht man auch mal, wie der ganze Mechanismus hier funktioniert. Rauf und runter. Und man erkennt auch klar den Vorteil, er ist unglaublich leicht jetzt zu reinigen. Hier seht ihr die vier Strahler. Zwei davon sind jeweils in Gruppen geschaltet. Und wie vorhin schon gezeigt, mit den beiden Reglern oben zu regeln. So, das Ganze rückwärts. Ich setze den Top hier oben auf. Zack, ist drin. Wunderbar. So, genug geredet. Jetzt wollen wir mal dieses schicke Gerät in Betrieb nehmen. Wir wollen ein Steak grillen. Wir machen beide auf Vollgas. Schalten die Boost-Funktion dazu, sodass wir hier gleich volle 800 Grad haben. In der Zwischenzeit fülle ich die Fettauffangschale mit Wasser. Das Wasser in der Fettauffangschale hat genau zwei Funktionen. Es verhindert Fettbrand und der Grill ist viel einfacher zu reinigen. Der Elektro-OFB hat jetzt ungefähr 8 bis 10 Minuten gebraucht, um die volle Leistung von 800 Grad zu erreichen. Und wir werden jetzt zusammen dieses tolle Ribeye Black Angus aus Australien auf dem Elektro-OFB grillen. Wow, was ein Duft. Perfektes Ribeye mit einer mega geilen Kruste. Das habe ich gemacht. Ribeye ungesalzen, auf den voll aufgeheizten OFB unter den Booster gelegt, für circa 2-2,5 Minuten.
absolut nach oben geschoben, dass er wirklich ganz knapp drunter ist unter den Strahlern. Nach 2 Minuten gedreht, also das Rost runtergefahren, Steak gedreht, Rost wieder raufgefahren und wieder für 2, 2,5 Minuten die zweite Seite gekrost und anschließend für ungefähr 1,5 Minuten unten jeweils pro Seite noch mal ein bisschen nachziehen lassen. Und Kerntemperatur dürfte jetzt ungefähr bei 57, 58 Grad sein, ungefähr Medium. Also das Ribeye besteht immer aus 2 unterschiedlichen Fleischsorten. Und zwar habe ich auf dieser Seite hier das sogenannte Cap und hier eigentlich, wonach das Fleisch benannt ist, das Ei. Schneiden wir mal erstmal das Cap auf. Also das Messer ist schon scharf, aber ich brauche es eigentlich gar nicht zu drücken. So, und direkt hinterher das Ei. Man sieht auch ganz andere Faserigkeit hier. So, Cap und das Ei. Womit wollen wir würzen? Ich würde sagen, wir nehmen leckeres Salz und dazu eine Pfeffermischung, auch aus dem Hause Otto Wilde. So, eine tolle Salzmischung aus verschiedenen farbigen Salzen. Und dazu haben wir hier den wilden Pfeffer. Jetzt kommt der schönste Moment. Jetzt geht's ans Probieren. Ich fange mal mit dem Cap hier an. Beim Cap ist immer so extremer Rindfleischgeschmack, extreme Saftigkeit. Absolut auf den Punkt. Zusammen mit dem Pfeffer und dem Salz, wow. Die schönsten Scheiben sind ja immer in der Mitte. Deshalb greife ich auch genau dahin. Ja, butterweich. Medium, perfekter Gargrad und man sieht hier, wie toll die Kruste ist. Einfach super klasse. Mmh. Tolles Fleisch, toll gegart und der Crunch der Kruste, man schmeckt ihn wirklich. Man hört ihn, man fühlt ihn super gut. Also wenn ich ein Fazit ziehe von diesem wahnsinnig geilen Gerät, also Ottos OFB Elektro, muss ich sagen, das Gerät an sich fühlt sich extremst wertig an. Das Top lässt sich super leicht herausnehmen, da merkt man auch, welche Qualität dahinter steckt. Das ganze Gerät ist einfach handelbar, ich kann es innen benutzen, richtig gut. Schaue ich mir an, welche Grillqualitäten das Ding hat, dann muss ich sagen, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser. Eine perfekte Kruste, ganz schnell aufgeheizt. Ich kann es leicht reinigen, aber das Ergebnis überzeugt mich total. Tolles Gerät mit tollen Features und eine tolle Kruste.